In der letzten Folge auf Beam Server haben wir diese Unterwasser-Pearl-Cave geclaimed und jetzt geht es los mit Farmen, Tiere holen, breeden, alles was man eben so an Day One machen muss. Aber bevor es damit weitergeht, möchte ich euch die ersten Eindrücke von Hamsis und meinem RP-Server zeigen. Hier könnt ihr sehen, wie ganze Städte entstehen, wie Bündnisse geschlossen oder auch Kriege geführt werden. Wollen Sie nicht reinkommen? Ja, ich würde gerne reinkommen, wenn ich reingebeten Dort werde. Dort ist auch unser König, Herr Hamsi. Wir sind ja das Bündnis. Okay. Herr Hamsi, ich würde das gerne mit einer Geste, mit einem Handschlag festigen. Sehr gut. So sei es. Das ist ein ehrwürdiger Moment. Der hat Geschichte geschrieben. Ich glaube, dass es ein Bündnis zweier Häuser wie unseres bisher noch niemals gegeben hat. Einer unserer Männer hat soeben einen Spion der Waffenfraktion gefunden. Nein. Wir halten ihn soeben oben fest. Dort oben in der Ecke wird er festgehalten. Dort oben in der Ecke. Nein, ernsthaft. Die soll bitte vors Tor kommen. Sie müssen ihn eliminieren. Also, das war der erste Weg, den wir genommen haben. Über die Hallo? Ju! Nachdem der Spitzel der Waffenhändler entdeckt worden war, machten Hamsti und ich uns schnell auf den Weg zu diesen Waffenhändlern, um friedliche Gespräche mit ihnen zu führen, die doch sehr schnell eskalierten. Ich sehe, wir führen hier zu keinem Ergebnis. Also, ich kann nur für mich da sprechen. Ja. Es wird zu keinen Entschädigungen kommen und da sie nicht bereit sind, auf unsere ein freundliches Handelsangebot, was wir ihnen vorschlagen, einzugehen, werden wir andere Mittel und Lösungen finden müssen, um an Waffen heranzukommen, wenn sie nicht mit uns handeln wollen. So, und da steht. Warum kann ich ihnen nicht was in die Hände legen? Warum kann ich nicht sagen, ja, passen Sie auf, mache ich, aber ich möchte eine Entschädigung für die zerstörte Stadt und die Morde und Toten, die es gab? Und das können Sie von mir aus immer noch verschweigen, die gab es. Ja, hören Sie, unsere Welt ist eine harte und brutale Welt. Und auch zwischen Lord Hamstis Stamm und meinem gab es Konsequenzen. Aber wir haben die Vergangenheit beigelegt, um in Zukunft zu blicken gemeinsam. Und Sie stellen sich einer glorreichen Zukunft entgegen. Ja, wenn man einen kleinen Diebstahl nicht mit einem Niederbrennen eines Dorfes vergleichen. Ja, Sie werden sehen. Kein Problem. Sie werden sehen. Sie werden sehen, wie ihre Häuser werden brennen. Ihre Menschen werden sterben. Das ist der letzte Vorschlag, den ich Ihnen machen werde. Die ganz friedliche Fraktion. Die friedliche Zeit ist vorbei. Es ist einfach ultra episch. Sowas habe ich noch nie gespielt und das Ganze wird meistens live auf Twitch gemacht. Ich weiß noch nicht, wie viel ich davon auf YouTube bringen werde. Also wenn ihr live dabei sein wollt, schaut gerne bei mir, bei Hamsti oder bei Paul vorbei. Das ist der Anführer der dritten Fraktion und die Links dazu gibt es natürlich wie immer in der Videobeschreibung. So Leute, Ziel ist es jetzt, Cryopods zu machen. Crystal habe ich gerade geholt, jetzt fehlt uns noch Öl und Poly. Oh, jetzt ist unter mir so ein Kackding, Meeresbodenkrebs, das sich instant mit einem Hit Hops nimmt und knockt. Trilobit? Nee, diese Krabbe. Oh, ich wollte sowieso sterben. Keine Ahnung. Eurocopterix oder so ein Scheiß. Naja, irgendwas. Ah, oh, ich hab eine Base gefunden. Die ist offen, die Tür steht offen, da ist übel viel Zeug drin. Isa findet den heiligen Loot. Ich warte jetzt noch 30 Sekunden, dann komme ich auf jeden Fall erstmal rüber mit dem Zeug. Weil ich glaube, das ganze Chitin reicht fürs zweite Turret. Und das wäre ja super. Hello. Hello, Darkness, my old friend. So, ich mache jetzt Turret Nummer 2, Leute. Woo! So, Turret Nummer 3 ist gemacht. Ich stelle die erstmal auf. Gerade sind diese zwei Mechs hier reingeschwommen und haben einfach alle uns richtig gegessen. Vorteil daran, ich schieße jetzt die Mechs halt runter. Nachteil daran, unsere Ichtis sind tot. Mhm. Der hat ein Herz. Das ist echt ein Pärchen. Echt? Ja. Krass. Das ist mega. Ja, wenn ich beide kriegen sollte, wäre das echt gut. Dann ist es die Ichtis wert. Ich glaube, ich kriege halt nicht beide Mechs mit den Pfeilen. Verbesserter Crossbow wäre jetzt was Feines. Jetzt fliegt er, glaube ich. Oh, bitte geh nicht raus. Nicht rausgehen, bitte nicht. Er steckt jetzt gerade in der Tür fest. Er wollte nämlich quer raus. Oh, fuck, der andere. Könnte auch sein, dass die Pfeile einfach nicht reichen. Ich habe jetzt noch 9 Stück. Was mache ich denn dann? Knüppeln.
Der frisst der andere dich. Jetzt steht er gerade mit seiner Kante, dass der andere mich dann nicht frisst. Oh, jetzt greift der andere wieder an. Ich habe nur noch 5 Pfeile. Ja, der Mac hat schon, weiß ich nicht, 60, 70 Pfeile gebraucht, locker. Dieses Unterwasserzeug hat viel Turbo, ja, aber so viel, das gibt's doch nicht. Bitte, fall doch um. Er ist bewusstlos. Ich hoffe, ich habe nicht nochmal geschossen. Ich glaube nicht. Okay, ich schieße auf den zweiten. Nee, der hat 100%. Sehr gut. Alter, zweimal desync. Nein, geh nicht raus. Er steckt in der Tür. Ich habe keine Pfeile mehr. Gefunden den leider. Das war es. Scheint nicht letztens zu sein. Gut, gut. Echt, ja? Ja. Wieso? Es waren 9 Leute auf Extinction. Wir wurden von jedem Tribe geradet. Echt? Ja. Egal, wo wir gebaut haben. Wir wurden weggeradet. Hier ist ein weißer 100er Mac. Ich glaube, das ist der. Mir fällt gerade auf, dass man ja von dem ich die ausschießen kann. Das ist ja mega gut. Jo, der flieht auch direkt hier. Das ist das. Ich habe das Female dazu gefunden. Das weiße 100er Female. Der schwimmt mit hier oben vor der Bucht rum. Der ist einfach an den Strand. Er ist übel weit am Strand dran. Boah, es ist schon gar nicht so einfach hier, dieses Rumzirke. Weißt du, sind 4 Haie. Die sehen alle gleich aus. Da mal auf den richtigen schießen. Aber es ist der einzige halt, der wegschwimmt vor mir. Die anderen schwimmen alle hinter mir her. Das ist das einzige, woran ich den ausmache. Bin zur Zeit überhaupt nicht. Oh, er liegt. Ich habe noch ein Ichti gezähmt. Ich zähme jetzt gerade noch Ichtis. So, nebenbei. Übel, die Rampage-Leute hier. Reingucken. Oh ja, der Spieler. Flame. Level 74. Den ziehe ich mal komplett aus. Hat aber nur... Ah, er hat 3 Fallschirme für mich. Dankeschön, sehr gut. Ich tue dir alles hier rein. Jo. Der hat gerade auch schon eine Menge Metal reingetan. Schön, sehr gut. Guck mal, hier können wir sogar am Archie können wir sogar eine Flak craften. Ich hab mal Flame noch zerhackt. Auf und davon! Yeah! Ich freue mich. Wir machen jetzt ein Kneckerino. Und zwar, Blackie hat eine Bude gefunden schon vor ein paar Stunden. Wir hoffen jetzt einfach, dass sie noch zu ist. Sie ist auf dem Metallberg. Also es könnte auch gut sein, dass sie schon auf ist. Aber wir hoffen es einfach mal. Ja. Und wenn es nicht schon so spät wäre, ich hatte mich ja noch Basin of Extinction gefunden, die man auch echt knacken könnte. Aber es ist schon wieder so ultra spät. Und deswegen haben wir uns jetzt erstmal entschieden, erstmal die hier zu knacken. Musst du mal gucken. Ja, ist gesprengt. Ist gesprengt. Ja, ja. Oh, das hatte ich mir aber gedacht. Hier oben drauf. Scheiße. Ja, hier oben kommt halt mindestens einmal einer lang. Allein nur wegen dem Node Run. Ja, ja. Weil hier oben ist nämlich immer. Also hier oben ist das Ende von meinem Node Run. Okay. Aber hier ist noch Metal drin, 100. Geschmolzen ist? Yes. Ingot. Wollen wir noch nach Extinction gehen? Wir müssen eh traveln. Ja, ich würde das so wahrscheinlich hier einsacken. Ja, ja, kannst ja mit hochladen. Nochmal 148. Die Bude gar nicht so richtig angeguckt. Ich hab nur gesehen, sie ist offen. So, mal Lucky Lucky machen. 70 hat er noch. Okay, ja. Bin gleich da. Mhm. Ja, ich brauche nämlich eine Kryokapsel. Tame by, keine Ahnung. Ach, das ist auch. Der korrupte Giga ist hier in der Stadt. Den ich vorhin schon gesehen habe. Alter, er ist hier vorn. Ja, das ist auch geil, wirklich. Okay, so ungefähr zu 50-50 war die. Das war auf jeden Fall auf dem Boden in Steinhaus. Da ist ein Pete über mir. Ja, den wollte ich gerade sagen. Da kommt ein Pete in die Richtung geflogen. Ja, der fliegt da gerade weg. Ne, er kommt wieder. Fragst du an? Ja, ja, ja. Er versucht mich zu grabben. Soll ich kommen? Nö. Es sind so wenig Leute online. Er landet zwischen.
Boah, er ist direkt hinter mir. Ja, ich habe mich selbst gekillt, weil ich den Fallschirm zu spät gezogen habe. Ah, jetzt ist er tot. Hamsti. So, Leute, es ist wahnsinnig spät. Ich bin so müde. Es ist einfach unfassbar. Ja, das ist jetzt unsere kleine auf einem Base. Wir haben 5 Turrets stehen, ja. Und das ganze Viehzeug eingekrührt und ja. Wir werden sehen, ob wir morgen noch stehen. Ich hoffe es mal. Jetzt die ganzen Buden, die wir aufmachen wollten, waren ja alle schon auf. Das ist mal wieder krass, ne? Ja. Drückt die Daumen. Ansonsten, ja. Zum Motto, ne? Also, macht's gut. Tschüssi.